herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Divinity Original Sin mit Chojin und Gatewemod. Hallo, und wir stehen da so rum vor einer Falltür, wo ich einen Teppich verschoben habe. Gehen wir runter, oder? Ja, los geht's. Du hast meine Schlüssel, bei mir ist nämlich ein zues Schloss. Zack. Bäm, ich folge dir. Die vergessene Gruft. Hört sich gut an. Das hört sich an, wie wenn... Hey, das ist doch nur ein Raum, ne? Bis jetzt. So, na, da schauen wir mal. Da ist ein Tagebuch. Ne, ein Fertigkeitenbuch des Wirbelwinds. Jede Menge Sachen hier. Kleine Stärketränke sind hier drin, die die Stärke plus 1 machen. Das ist auf jeden Fall was für deinen Krieger im Nahkampf. Freude und Flüssigkeiten. Vor zu starken Kämpfen kannst du die vielleicht nehmen. Was hast du? Stärke dann? Hinten bei den zwei Schränken unten sind die Stärketränke. Ich schau mir mal die Truhe an. Wahrscheinlich tue ich jetzt in irgendeine Falle reinrennen. Nein, tue ich nicht. Wir haben ein Drudene. Ein was? Eine Zutat. Wahrscheinlich eine Pflanze oder sowas. Und ein Fliegenpilz. Ja, also die kleine... Die Stärketränke nehme ich mal und schick dir die. Links am Schrank ist noch einer, den kannst du ja gerade nehmen. Ich glaube, die sind besser für dich geeignet als für mich. Ich nehme den einfach mal. Hast du die nicht gesehen? Ich bin noch am Bluten. Ah, weil das wäre dann interessant gewesen, ob das irgendwie... Du bist am Bluten? Am Looten, oder okay. Wie man das Deutsch nennt. Wäre möglich, dass das irgendwie... Was? Ich hatte überlegt, dass das vielleicht zusammenhängt irgendwie von irgendwelchen Werten, dass man irgendwelche Gegenstände oder so sieht. Ach so. Aber das scheint wohl nicht der Fall zu sein. Ich glaube, das ist... Manchmal sehe ich es, manchmal nicht. Ganz merkwürdig. Das ist jetzt alles, oder was? Auch Heil dran. Hier ist irgendwo ein Geheimnis, was wir noch nicht entdecken. Oder wir kriegen hier eine Quest hin und dann passiert hier erst was. Ich habe mal an den Sarg gerüttelt. Aber das macht nur... Sarg? Was für ein Sarg? Moment. Oder Sarkophag. Wo ist der denn? Sieht gut aus, meint er. Im Spiegel. Er hat gleich in der Mitte des Raums. Oder ja, wenn man die Treppe runter geht, geradeaus. Vielleicht ist ja hier noch irgendeine geheime Tür, die aufgeht. Aber das geht rot und rot. Ja, das habe ich jetzt auch gerade gemacht. Wie konnte ich diesen Sarg übersehen? Man sieht ja sogar, dass da so ein Nazgul drin horst oder sowas. Oder vielleicht war es das wirklich. Na gut, da wir keinen weiteren Hinweis erstmal haben, würde ich sagen, ab nach oben. Schauen wir uns die andere Falltür an, die wir oben bei dem haben, den wir begleitet hatten, dem Gleitschutz gegeben haben im letzten Video. Oder vorletzten. Mhm. Hier unten gab es nichts mehr, ne? Oh, hier haben wir noch eine Leiche nicht durchsucht. Wie konnten wir Markierung setzen? Doppelklick, oder? Doppelklick, genau. Warum geht's, ne? Ach jetzt. Manchmal merkwürdig mit einem Doppelklick. Wir können doch noch hier lang. Hier geht's doch noch weiter. Runter zum Strand geht's hier. Ja, na, das sieht man auf der Karte. Ja, okay, ich würde sagen, das lassen wir aber aus, weil wir wollen ja nach Norden, wir wollen endlich Eva Maria mal erreichen, oder? Da müssen wir aber an den Feuern Menschen... Ja, aber wir sind jetzt Stufe 4, die waren auch Stufe 4, glaube ich. Und wir spielen ja nur, jetzt mal ganz ehrlich, wir spielen ja nur auf normalen. Aber wir haben es erschwert, weil wir nur 3 Charaktere haben. Ja, aber du bist ja hier der überpowerte Bogenschütze. So viel bringe ich da nicht, aber vielleicht später. Ja. Wer weiß, wie stark der wird dadurch. So, dann gehe ich mal außen rum, du gehst unten rum. Vielleicht bringt es ja was. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, das Ganze erinnert mich sehr stark an Ultima 7. Und besonders am Anfang mit der Sekte, der man beitreten kann. Und ich weiß es vielleicht, wenn jemand Ultima 7... Oh. Ich bin hier in diesen verlassenen Keller gegangen. Oh, Gott sei Dank bin ich nicht weitergekommen. Hier wackelt alles. Ich rede mal mit der Ratte, was es hier auf sich hat.
Ach, da ist noch eine Falltür. Das war ja das, was ich meinte. Da bei dem Kerl, nee, dem wir Begleitschutz gegeben haben, war eine Falltür. Ja, aber hier oben ist noch eine. Oh, okay. So, wo bist denn du überhaupt? Jetzt muss ich erstmal zu dir. Ich bin durch die rechte Falltür rein. Soll ich mal hoch, damit du mich siehst? Nee, ich sehe dir ja deinen blauen... Also hier wackelt alles, ne? Also hier scheint irgendwas nicht zu stimmen. Nee, ich sehe nicht deinen blauen. Ach, weil du unten bist wahrscheinlich. Ich renn mal hoch hier. So, siehst du mich jetzt? Stimmt, du hast recht. Ach so, dann bist du ja doch in die Falltür, wo ich rein wollte wahrscheinlich. Nee, ich sehe ihn noch nicht. Ich bin rausgegangen. So, jetzt sehe ich es, ja. Alles klar, ich weiß, wo es ist. Kannst ich hatte runter. Sogar ein Vermerk Falltür gemacht gehabt auf der Map. Ja, bin doch doof. Da ist ja riesen vorne in Rot. Damit wir das nicht vergessen, dass hier noch eine Falltür war. Also hat schon mal das Reingehen, hat 355 gebracht. Oh, so, auch am Brot, nämlich. Hier sind jede Menge Pilze, Steinpilze. Und hier ist, ja, und Dolch. Ja. Steinpilze, kannst du von mir. So, dann. So, ich denk mal. Yes. Krieg, die Untoten lieben Gift. Sie saugen es auf wie Schwämme. Faule, schimmelige Schwämme. Wie der in der Ecke unter der Spüle. Goodbye. Goodbye. Aber den hatte ich doch aufgeräumt. Wen hast du aufgeräumt? Achso. Den Schwamm unter der Spüle. Der Dreck. Teller gibt's hier. Ich könnte Teller ohne Ende mitnehmen. Oh, dann leg los. Und eine Truhe. Da drin gibt's... Jo, aber dann habe ich keine Erdresistenz mehr. Was ist denn das dann? Nimmt man dann eher den verbesserten Rüstungswert? Ich weiß es immer nie. Oder eher Erdresistenz und whatever. Das ist die Frage, gegen was man kämpft. Ja, und das weiß man immer nicht. Haben die Erd? Da würde ich eher den höheren Rüstungsschutz nehmen, weil das gibt dir überall Schutz. Ja. Die leeren Flaschen lassen wir alle hier, weil wir haben keinen, der Alchemie momentan macht. Und dann können wir immer noch irgendwelche besorgen, glaube ich. Oh, jetzt wird langsam das Inventar wirklich voll. So, also hier scheint auch nichts abzustauben sein, ne? Ne, das war's. Komm, und da, wie gesagt, weiter im Norden ist noch eine kleine Falltür. So. Dann schauen wir uns die mal an. Ich kann auf jeden Fall den Vermerk Falltür wegmachen, oder? Ja. Ja. Ach nee, nicht im Norden. Ach doch, im Norden. Nee, nicht im Norden, im... Da, wo die Hunde waren. Ost, ja. Nee. Wuff, wuff. Oh. Was ist das denn? Krank aussehender Hund. Ach, das sind... Und krank aussehende... Ja, oh, hier. Keulenschwinger. Und ein Zauberer. Stümper, aber der Stümper auf dem Zauberer. Und ein. So, einen Schützenhammer. Ich habe meinen Querschwinger viel zu lange nicht gemacht. Wenden wir nochmal an. Diese Fähigkeit tut nämlich auf die nahegelegenen Feinde übergehen. Ja. Was ist denn das? Ja, ich habe es zu selten angewandt, glaube ich. Und die Abklickzeit dauert recht lange. Da kann man ja gleich am Anfang machen. Aber ich könnte immer mal am Anfang meine Stärke ermutigen. Was ist jetzt? Ich war am Überlegen, ob ich noch was mache, aber ich habe nur noch 3 Punkte. So. Mach sie fertig! Ja, das ist super. Gewandtheit plus 1, awesome. So. Thank you. Und jetzt, mein Freund, hol uns mal den Priester ran. Ach, der steht wieder auf. Ach, und die Hunde sind auch da. Nicht so schön. Wer ist jetzt eingefroren? Du. Ah, lass mich in Frieden, aua. Der hat nicht mehr viel, der stümperhafte Zauberer. Oh, hat er dir 25 Magie entzogen? Hast du sowas wie Magie? Nee, ich hab keine Magie. Nee, das ganz normal Leben. Ah, nein. Der hat hier irgendjemanden hochbeschworen, der hinter mich auf einmal gelandet ist. Ein Zombie-Keiler, kann das sein?
Dann müssen wir den so schnell wie möglich ausschalten, damit der Zombie vielleicht mit weggeht. Man weiß es nicht. So ein Mistsack. Heieiei. Die Kämpfe sind ja nicht ohne, finde ich. Naja, zurzeit. Ich auch, aber der Zauberer ist echt übel. Ich glaube, den töten wir zuerst. Ja, oder? Deswegen habe ich na gleich mal. Zack, weg ist er. Gut. Warum? Wie lange bin ich denn wieder eingefroren? 2 Runden. Da muss ich ja wieder heilen. Und dann ist schon wieder aus. Dann gehe ich mal ein Stück zurück. Aber der kommt mit. Immerhin verfehlt. Ja. Ja, geht. Gegen den untoten Keulenschwinger. Oh, der will jetzt meinen Zauber. Nicht gut. Gar nicht gut. Was ist denn bei dir? Ist das der Hund? Nee, das ist dieser komische Zombie-Keiler. So, ich habe gedacht, der ist mit dem Zauberer gestorben. Wie es für einen anständigen, beschworenen Zombie gehört. Wir kriegen ganz schön auf die Mütze. Ja, muss ich auch sagen. Heiltrag konsumieren kostet 3 Aktionspunkte. Schauen wir mal. Und vor allen Dingen, ich stehe wieder mitten im Eis. Falle ich doch wieder 5-mal hin. Falls ich jemals... Wie viel hat er denn noch? Ich sehe ihn ja gar nicht. Nicht mehr so viel. Der Zombie-Keiler hat nur noch ganz wenig. Das sind 5%, wenn überhaupt. Sollte ich ihn vielleicht hinüber ins Jenseits befördern? Oder? Aber vor mir steht der Hund. Nee, hau auf den Hund drauf, würde ich sagen. Obwohl, der hat nicht viel. Nee. Der krank aussehende Hund. Der hat, ist auch ja, oder er haut... Also das Problem wird auch der untote Schwertkämpfer für dich werden, sehr wahrscheinlich eher. Ja, alle werden. Und vor allem die nahe Schütze wird auf mich... Na gut, zurzeit gehen sie ja immer noch auf... ihn hier. Aber ich möchte eigentlich diesen blöden Zombie weghören. Zombie-Keiler. Oder? Musst du wissen. Also ich würde die nächste Runde sonst auf jeden Fall töten. Ja, dann machen wir's. Hund. Krankersehender Hund. Der geht mir sowas auf den Geist. Ah, einfrieren. Ja, super. Das musst du auf jeden Fall machen. Wenn du da noch mehr irgendwelche Stunts hast, ich habe leider keine Stunt-Pfeile. Ach, der haut mich hinten um. Oh, jetzt kommt der Bogenschütze. Da will einer fliehen! Bam! Gefällt er nicht. Ich habe gedacht, der macht weiter auf meinem... Ja, sehr wahrscheinlich hat er gesehen, dass du fliehst. Und die sind nicht unintelligent. Ah, toll, jetzt mich vergiftet. Ihr seid so scheiße. Ich muss mich mal heilen. Ja, du könntest ja einen Heiltrank einwerfen. Vielleicht zur Vorsicht, weiß nicht. Also der Keiler ist tot, ne? Oh, da steht genau vor der untote Schwertkämpfer und er haut nicht schlecht zu. Und der Bogenschütze darf auch immer. Er wird zwar mich wahrscheinlich nehmen. Aber das muss man sich stark überlegen. So, ich... Ich kann jetzt aus einer gefährlichen Situation springen. Das ist eine Fähigkeit von dem, die habe ich noch nie angewandt. Okay. Nennt sich taktischer Rückzug. Ah, nicht schlecht, oder? Wie viel Aktionspunkte verbraucht du? 4. Kannst du noch was machen, oder? Ja, 59%. Ich ändere um auf Präzisionsfernkampf und nicht auf Schaden. Damit ich mehr besser treffe. Ja, 99, sehr schön. Ja, bitteschön, Mistkerl. Jo, das war's. Hat doch gut geklappt. Dann muss ich mich mal heilen. Jetzt alles nichts. Und dann bin ich ja schon wieder out of... Ja, versteht. Aber geht wenigstens wieder da, oder? Nächste Runde, wenn er wieder dran ist. Nächste Runde. Ja, aber das ist doch jetzt... Hey. Aber du absorbierst ganz schön viel, das ist nicht schlecht. Oh, jetzt kommen sie aber alle. Jetzt wollen sie es wissen. Ah, wir können leider auch die Pfütze nicht nutzen, weil du mittendrin stehst. Nee, das ist ja Eis. Da falle ich hin. Das ist Eis. Ah, okay.
Boah, ein kritischer Treffer. Der war nicht so. Aber der hat da richtig Lebenspunkte. Das ist ja Wahnsinn. So, jetzt stehe ich hier. Heile ich mich erstmal. Vor lauter Angst. Hast du einen Heiltrank oder sowas? Dann würde ich es machen. Dann würde ich auf den schlagen, der weniger Stärke hat, würde ich sagen, oder? Schlagen, ich muss Aktionspunkte aufspucken. Ja, oder so. So, jetzt aber. Kopfschrauber, glaube ich. Ja, jetzt kommt's drauf an. Wen haben wir denn im Angebot? Untote Schwertkämpfer oder der Hund, der wird wieder kommen, ne? Lieber erstmal den Hund neutralisieren. Ist die Frage, ob der Hund dich angreifen wird? Das ist eben die Frage, ich weiß es nicht. Der untote Bogenschütze ballert auf jeden Fall auf dich gerade, oder? Hm. Und ist auch schon was verwundet. Ja, genau. Lenken fehlt. Oh, und du hast recht, der Hund kommt auf dich zu. Geblockt. Geblockt. Gedwin, du bist mein Held. Ah, jetzt gerade nicht. Trotzdem absorbiert er eigentlich ganz nett. Okay, nochmal geht nicht. Ich gehe jetzt mal näher ran, damit ich auch den Hund und so erwische. Tja, was mache ich mit dem Hund hier? So, jetzt kann ich auch mal ein bisschen austeilen. Und zwar nehme ich den hinteren. Zack. Und hinüber. Yeah. Und dann kann ich sogar noch. Ah, so viel zu. Ich kann nochmal nehmen. Dann bleibe ich hier. Ja, was mache ich jetzt wieder hier? Also, ich helfe dir auf jeden Fall jetzt mit dem Hund. Ich würde sagen, der Hund ist es. Die Frage ist nur. Kannst du teleportieren? Dann schicken wir es mehr an mich. Okay. Nee, noch nicht. Fehlgeschlagen, aber ein bisschen Schaden genommen. Aber es ist. Naja, es geht. Krieg mal noch hin. Au! Blöder Bogenschütze. Boah. Aber ich glaube, es ist erstmal wichtiger, dich aus der Gefahr zu bringen. Ja, aber jetzt bin ich guter Hoffnung. Oh, ich habe ihn angeschossen. Das Blut hat dich vergiften lassen. Das haben sie gestern im GameStar-Test gesagt gehabt, dass Untote und so weiter, das Blut ist Gift. Aber es ist. Spritzt. Ja. Sie haben gesagt, das ist brennbar. Ach so. Das heißt, wir können das als Feuerlache nutzen. Ja, nicht, dass wir uns wundern, wenn es auf einmal alles explodiert. Aber warum bin ich mit vergiftet? Hast du durch den durchgeschossen auf mich? Es sah so aus, dein Gesicht ist ja jetzt grün, siehst du das? Ja, ich bin total vergiftet. Ja, so, weiter geht's, da oben. Keine Müdigkeit vorschützen. Ah, verfehl, bist du denn des Wahnsinns? Du kannst doch in so einer Situation nicht verfehlen. Ja, aber du kannst so oft zuschlagen. Ja, aber so oft auch nicht. So, jetzt immer noch keine. Nochmal die Kopfschraube. Oder. Nee, ich heile mich als Prinzip. Und spare die Punkte auf. Für den Teleportationszauber, der als nächstes kommt. Oh, ja, ja. Die Frage ist, soll ich jetzt wieder auf dich schießen? Also auf den Hund? Würde ich sagen, bitte. Nicht, dass du schon wieder Gift abkriegst, also Blut. Ach so! Ach so, entschuldige, ja. Soll ich machen? Ist ja blöd, ne? Na, mach ich mal. Ich kann halt dann teleportieren. Sag, siehst du? Mach mich nicht tot. Ja, ich schieß nicht mehr auf dich. So ein Mist. Also Blutung, Verkrüppelung und Krankheit kann ich jetzt heilen, ne? Wenn irgendeiner von uns das hat. Der hat ja jetzt 2 Runden vergiftet, ne? Ja, Vergiftung kann ich nicht heilen. Dafür bräuchte ich 3 Fertigkeitspunkte, so, der ist jetzt damit erstmal ich das dran. Erlernen kann. Glaube ich. Oh, muss er noch mal. Ach, nee, bitte. Ach, bitte dich. Ich bitte dich. So, jetzt teleportiere ich erstmal den Hund weg. Der macht mich hier wahnsinnig. Hier, hier hin. Ah, direkt neben deinem schlecht, kann ich da nicht rausschießen, kriegst du Blut ab. Ja, ich denk nicht, wenn du dich ein Stück rüberstellst. Du bist jetzt flankiert dadurch und hast minus 10 Verteidigung. Sehe ich gerade. Ja, ich habe gedacht, damit ich dann den gleich. Achso, ja, weil du, ne? Ja. Damit ich den gleich angreife. Deswegen ja, aber wenn du Gegner hinter dir hast, siehst du ja gerade, du bist jetzt flankiert, minus 10. Ja, ja, ja. Ach, und der haut gleich rein, ne? Ja, und der trifft jetzt 10% besser.
Okay, war falsch. Der ist tot. Jetzt wendet sich alles zum Schlechten. Ach du Schande. Wir sind an der Reihe. Ja, den töten wir erstmal. Fort mit dir. Und dann auf ihn. Schützen, ne? Ja. Ja, da muss ich wahrscheinlich doch noch einen Heiltrank reinhauen. Ja, lieber viele Heiltränke reinhauen, die sind ja viel billiger als die... Dann wird das mal das Ding da hier umkauen. Heiltränke gibt's in Massen. Like I always say, wiping on some of your own size when innocent creatures are so much easier to sort of. Was erzählt ihr? Wir haben einen Unschuldigen getötet. Wann nennt das passieren? Ich glaube, dass durch diese naheliegende Feinde, durch meinen Querschläger, diese Fähigkeit, dass andere angehauen werden, wurde der Hund mit attackiert und dann hat er uns erst angegriffen. Ich bin mir aber nicht sicher. Wenn dem so wäre, wäre das ziemlich blöd. Weil ich wollte ihn ja gar nicht angreifen. Ne? Weißt du? Aha. Tja, jetzt müssen wir dummerweise eine Schriftrolle verbraten. Ja, ich mach das. Als Cheyenne, ja. Back to life. Den haben wir eins zu viel draufkauen, ne? Tja, nicht gut. Was haben wir denn hier bekommen? Schriftrolle Elektrizität, Schriftrolle des Luftschilds. Ein Zahn. Oh, ich will den Zahn haben. Ich will den Zahn. Und eine Frisur. Ich hab auch schon einen Zahn. So, was gibt's hier? Schriftrollen überlasse ich dir. So. Obwohl ich eigentlich irgendwann auch mal Schriftrollen sammeln sollte. So, ich würde sagen, bevor wir hier diese Falltür... Oh, da hinten ist noch eine Truhe. Die schauen wir uns mal an. Aha. Ist nicht so gut wie die, die ich habe. Ich sende die mal an dich. Vielleicht kannst du da was mit anfangen. Nein, Moment, heißt glaube ich jetzt voll. Hat er so gute Werte gehabt, deswegen... Ah, vielleicht hast du schon was Besseres. Ja, ich habe zwar um einen Punkt schlechter, aber der hat alles. Feuerresistenz, Wasserresistenz, Erdresistenz, Luftresistenz. Dann würde ich es nicht machen. So. Bevor wir da reingehen, machen wir nochmal einen Break. Bis demnächst. Jo. Tschüss. Ciao, ciao.